Moin moin Brüder, mein Name ist Heinrich Löwe und wir spielen die Kampagne der Blood Angels, ja, im Spiel Space Hulk Tactics und wir sind jetzt vor dem Kapitel 7 endgültig verriegelt. Und ja, wir haben noch 3550 Punkte. Wir haben ja letztes Mal ein bisschen mit dem Warp rumgespielt, das war jetzt nicht so gut. Bis zum nächsten Zug erhält 3 plus Zielpunkte für jeden. Oh, das ist. Da kriegen wir Zielpunkte zurück. Das nehmen wir. Das ist super. Der ist noch nicht da, oder? Der ist auch noch unterwegs hier, ne? Die sind ja die beiden, die ich hier zurückgelassen habe. Hier, den könnten wir mit Armado. Benutze ich aber nicht. Madril benutzen wir häufiger. Nehmen wir mal das hier mit, dann haben wir keine Punkte mehr oder so gut wie keine mehr. This is a maze of darkened corridors, all alike. My all-specs readings are clouded. I fear we may be lost. Blood Crusader, do you read us? Can you track our location? Achso, muss auf Leertaste drücken. Aha. Your Vox signal is barely readable to Hario. Our scry senses cannot penetrate that section of the derelict. Brother Sergeant, be wary. I hear the whispers of a powerful psionic mechanism nearby. We must be close to an archive chamber. Great Imperial lore was often protected by immense psychic wards to hold back the taint of chaos. We should venture inside. There should be a schemata and deck plans for the ship within. Proceed, Brother Lexicana. We will move as one. Gut. Und da gibt's für Bruder Ariel eine Sturmkanone? Hä? Bin gerade am überlegen, war das nicht normaler war Ariel nicht normaler Terminator oder war das der mit dem Flammenwerfer? Aber wir kriegen noch einen Hinweis. Das wird gut. Verriegele alle markierten Türen. Das machen wir doch gern. Hinter den markierten Türen sind bestimmt Warte mal ganz kurz. Achso, wir haben für ihn keinen Und die sind nicht verfügbar, ist auch nicht schlimm. Wir haben für ihn keinen Sturmbolt. Aber ich finde den Flamer ganz nett. Also ich würde den Flamer auch gerne drin behalten wollen. Ah, hier ist Skriptor ist erforderlich. Haben wir drin. Dann let's go. Warte mal. So, bestätigen. Gib Gas. Achso, ich muss auf breit klicken. Ah. Heinrich. Einmal breit klicken. Ich bin noch ein bisschen breit von gestern, glaube ich. Mai, oh mai. Böse, böse Alkohol. Der lässt auch einen Terminator mal schwach werden. Space Marine. So. It is as I thought. It will take some time for me to unbind these telepathic wards to Hariel. It is delicate work and I must not be interrupted. Ach du Scheiße. Understood. Our men will secure the nearby hatches and weld them shut to give us time. Ich hoffe, dass ich dann ihn trotzdem noch benutzen kann, weil wäre es echt scheiße, nicht nur 4 Spielfiguren habe. Aktiviere alle 4 Konsolen in 20 Zügen. Die folgende Einheit muss überleben. Ja, der Skriptor halt. Erhalte das Objekt 20 Zügen. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich würde sagen, wir machen erstmal straight. Ja, das ist eine Tür. Hier ist irgendwie ein Gegenstand. Hier ist eine Tür. Also wir können quasi einmal im Kreis gehen, ne? Gut, den Skriptor würde ich diesmal ganz nach hinten packen. In position. In position. Der Flamer kommt auf die 2. Du kommst auf die 1. Mein übelster, bester Nahkämpfer kommt in die Mitte. Und du gehst da an. Das will ich hier als erstes zumachen, das ist in der Nähe.
Und dann quasi gehen wir hier runter oder vielleicht teile ich sogar den Trupp auf. Ich weiß es noch nicht ganz. Die haben 20 Züge Zeit, ne? 20 Züge sind sicher. I must confess, this mission troubles me greatly, Brother Sergeant. Do you agree? I keep such questions to myself, Sergeant. No good can come from dwelling in the past. Indeed. I know of your past, Harrier. The loss of your squad in a desperate fight against the Tyranids in the Cryptus campaign. Your grave injuries there, your wish to eschew command in the aftermath. But now fate has placed you here in that role once more. Against the same foes with a new band of brothers to lead to victory. Or death. What say you to that? You have not seen what I have seen, Lexicana. Do not presume to think you know my mind. I am a psyker, Brother Sergeant. I know the minds of all men. It is my gift and my curse. And in you I see a son of Sanguinius who seeks redemption, but fears the path toward it. Your unspent rage nurtures you like cleansing fire. You must harness it if you wish to survive to see another dawn on Baal. There will be no Xenos victory here, Psyker. Not while I still draw breath. Glad to hear it, brother. Ja, das hören wir alle gern. So, wir fangen jetzt hier genau mit dir an. Da kommen gleich viele, viele Signale. Das heißt, du musst jetzt stark sein. Ja. Punkte reichen leider nicht. Wir bräuchten 9. 4 ist normale, reguläre Bewegung. Yes, brother. Da hast du noch 2. Er hat noch eine Karte mit 3, oder? Bis dahin. Dann kriegst du nächste Runde noch eine Karte und dann muss das sitzen. So, der macht die Tür auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tür öffnen, nichts passiert. Gut, dann kommt mein Flammerboy dahin. So, der Sergeant. Wo geht der hin? Der kann ja nichts. Stell dich nächstes Mal dahin. Du gehst dahin. Und du dahin. Dann sind wir quasi durch. Wir könnten jetzt noch. Oh, das mache ich noch. Das mache ich noch. Wir blockieren hier einfach jetzt den Weg. Dann hätte ich mir die 2 Punkte sparen können eigentlich. Dann hätte er nochmal einen Schritt laufen können. Aber dann machen wir es nachher. Dann kriegt er nachher nochmal eine Karte mit 3 bis 4 Punkten. Da kann er nämlich einmal, zweimal, dreimal laufen, den Schalter betätigen und dann haben wir hier schon mal Ruhe. So, und dann müssen wir gucken, wie wir am besten weiter vorgehen. Weiter. Ja, pack da nochmal einen Plip hin. Das ist super. Das sind dann nämlich weniger Einheiten, die mich dann später nerven. Du, der kommt nämlich, ich hab's ja geahnt, und Tür, noch nicht mal die Tür aufgemacht. Alle gesellt sich nicht dazu, schade. Das Dumme ist, wir können da von mehreren Seiten angegriffen werden, aber naja. So, du gehst jetzt da ran, Schnuckiputz. Ich habe 20 Jahre gedient, nur um diese Tür zu schließen. Du darfst die Tür schließen. The Ward Primaris has been retracted, and this is only the first. There are more beyond it. Jawohl. Die erste Tür ist zu.
So, dann machen wir mal Folgendes. Sesam, öffne dich. Und Sesam, flame dich. Ja. So viel dazu. So, und du darfst einmal gehen, dich drehen. Kart hat man schon gespielt, ne? Mal kurz überlegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die Tür öffnen. So, hier. 1, 2, 3 Tür öffnen. 4 draufgehen. 5, 6. Okay. Das heißt, wir können erstmal locker bis zur Tür. Er macht halt gleich diesen Gang frei. Er diesen. Und dann müssen wir straight dahin. Ja. Sergeant Nix nutz. Und machen wir nochmal irgendwie einen Gang frei oder... Ne, wir heben es nochmal auf. Wir heben nochmal auf, sollen sie rankommen. Also 4 Spawnpunkte haben sie, habe ich gesehen, ne? Oder haben wir bisher gesehen, glaube ich. Genau, 4 Spawnpunkte. Jetzt haben sie quasi nur 3 und das Geile ist... Da sind ganz schön viele Symbionten. Ein Plüpp hat er noch, 2 hat er rausgeholt. Ach, was für eine Verschwendung. Ich würde mich ärgern. So, da kommt gleich einer. Oh, da stehen sie Schlange. Da stehen sie Schlange. Könnten noch den Gang zulassen und hier weitergehen. Dann kommen von den Seiten überall welche. Das gefällt mir ja alles nicht. So. Du darfst erstmal Sesam öffne dich machen. So. Jawohl. Oh, das ist die tolle Karte mit den Zielpunkten. Upsala. Die heben wir nochmal auf. Die wandeln wir nochmal um. So, dann hast du jetzt hier reihenweise Spaß. Na, ich würde sogar sagen, wir gehen einen Schritt. Boah, ja. Haben wir noch 2 AP? Nö. Zeigt er 6 an oder? Nee, ist, 9 Schuss. Oh. Trupp AP. Mal ganz kurz. Hat er jetzt 2 oder 1? Ich riskiere es. Overwatch. Mal gucken, vielleicht war es sogar zu spät. Der hat mich auch nur 3. Das ist doof. Dann bleib da, wo du bist. So. Nehmen einfach mal in den Gang. Oder Sergeant. Yes, Brother. Oder Skeptor. Ich könnte. Nö, lass mal so. Das muss funktionieren. Oh, er rennt weg. Er kommt gleich mit die Ecke. Noch mehr Signale. Jetzt könnte man den da dem Flamer gebrauchen. Okili dokili. Das ist jetzt schlecht. Gut, ja. Wir könnten mit ihm jetzt straight laufen. Laufen ist zu viel gesagt. Ja, gehen. Blockiert uns den Weg? Nein. Der guckt uns erstmal an, wie wir vorbeigehen. So.
Dann gehen wir mit ihnen einen Schritt vor. So, jetzt haben wir einen gratis Schuss und schießen wir drauf. Haben getroffen. Er kriegt nochmal eine Karte. Und hat 4 Punkte. So. Einmal noch. Aber er hat irgendwie nur noch 2. Warum hat er nur noch 2? Noch 2. Ah, da sind auch welche. Den Gang will ich hinten zumachen. Scheiße. Overwatch. Scheiße, muss ich jetzt machen. So. Dann gehen wir zweimal mit den Flamer. Aber der Flamer kann wirklich wieder nur... Wir machen es anders. Wir gehen mit dem Skriptor vor. Mehr kann der nicht machen. Den gehen wir vor. Ah, da dicht. Hier gehen wir dahin. Und dann will ich dann mit dem Flamer immer abschließen, quasi. Gucken, ob das so hinhaut. Schlau wäre es jetzt, wenn ich da vorne, wo ich die Tür zumachen will, jetzt mit dem Skriptor immer blocke. Uiuiuiui. Schon ziemlich nah. Schon ziemlich nah. So, wir könnten jetzt echt mit dem Skriptor hier rum kämpfen. Dann kriegt er ja wieder Punkte. Aber das passt mir alles gerade nicht. Jetzt haben wir natürlich diese Dreckschweine hinter uns, ne? Machen wir, komm. Das ist eine Bewegung, also einmal schießen. Wie wahrscheinlich ist ein Nahkampf? Feuer. Nichts, Feuer. Gut. Mehr haben wir nicht. Ja, doof. Das ist doof. So, wir müssen trotzdem diesen Gang da hinten blockieren. Komme, was wolle. Wir brauchen ihn. Das heißt, du rennst geschwind dahin. Yes, Brother. Können wir noch eine Karte umwandeln? Ich überlege noch, warte mal. Das haben wir ja nur mit ihm hier. Das hier. Wache. Nimmt eine Verteidigungshaltung ein, bis zum nächsten Zug wird. Bis zum nächsten Zug wird, wenn das gegnerische Ergebnis von neu gewürfelt. Bringt wahrscheinlich nichts. Aber ich werde es. Warte, wir machen es noch nicht. Erst lassen wir den mit der schweren Waffe nochmal laufen. Da kommen wir schon mal bis dahin. Das sollte für ihn nämlich nicht reichen. 1, 2, 3, ne, ist ja hier schon 9 Punkte, zeigt er an. Das wird mit dem Symbionten nichts. So, dann darfst du auf Wache gehen. Oh. Stirb mal nicht. Ach, jetzt haben wir das nächste Problem. Jetzt haben wir das nächste Problem.
Hoffentlich kriegen wir jetzt im Gratisschuss. Natürlich nicht. Das macht es jetzt nochmal schwieriger. Ach, ich habe nicht dran gedacht, dass ich natürlich im Ecken schieße und so. Ah. Jetzt kann ich ihn nicht hier... Ich wollte ja hier flamen, ne? Aber dann steht er ja quasi im Weg. So. Zwei. Könnte noch klappen. Rain. Lama an. Jetzt kann natürlich der andere wieder zurücklaufen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und ist fast da. Gut, aber wir haben fast den zweiten. Und Runde 5 für die Gegner. Ja, nur der Skriptor, der Sergeant muss sich mal beweisen. So, bevor ich hier irgendwas mache, mach mal Tür zu. Achso, muss ich einmal drehen. Und ja, Tür zu. Ward Secundus dispelled. Just one more to be dealt with. Dann hat er seinen Soll getan. Hier sind auch noch ganz viel. 1, 2, 3 Plips. Einer ist auch schon gekommen. Ganz nett. Die stören uns dann nämlich woanders nichts. So. Ja, wir gehen mal jetzt weiter. Folgen wir ihnen und gehen hier rein oder teilen wir uns auf? Ja, schön daneben geschossen. Gut, dann halt mal den Gang sauber. Da kann hier um die Ecke schießen, cool. Wir könnten ja dahin gehen. Wir teilen uns auf, komm. Da kommt ja nichts. Da ist ja gerade keiner. So. Dann gehen wir mit dem Skripto da lang. So, Sergeant. Haben wir eine Karte für dich. Ziele auf einen Terminator. 2 plus auf seinen Nahkampf. Mal komm. Kriegst du. Kriegst du hier. Du kriegst das. Oh, jetzt will ich aber sehen hier. Uiuiuiui. Jetzt will ich Hammer-Action sehen. Hammer-Time. Gut. Hat man was geschissen bekommen? Dann renne ich quasi mit ihm dahin. Na, einmal darf es noch drehen. So. 3 Punkte, 3 Punkte. Ah, das wird zu wenig. Wer könnte jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6 komme ich an. 1, 2, 3, 4, 5, 6 komme ich an. Aber... Ich spiele die Karte nochmal, damit er schon mal in diese richtige Richtung laufen kann. Und wie viele Skriptor-Punkte haben wir noch? 13. Damit es hier nicht schwieriger wird, machen wir jetzt einfach mal dicht. Oh, ist zu weit weg zum Blockieren. Na gut, der Skriptor kommt ja auch noch näher, ne? Dann lassen wir das einmal eine Runde. Riskieren wir es. Bisher leben noch alle. Wir haben jetzt die 6. Runde.
20 haben wir insgesamt. Ja, der zeigt sich jetzt. Hurra, ich bin eingesperrt. Oh nein. Gut, es sind keine Reaper-Fexe. Oder der Bootlord. Die konnten ja quasi durch Deckung durchgehen. Das war denen ja scheißegal, ob da die Tür offen oder zu ist. Die verlieren durch Aktionspunkte, aber kommen weiter. Der kam weiter als gedacht. Ja, Feuer. Feuer. Die, Sinus. Genau, die. Lass den mal ganz kurz. Einmal zwei Schritt gehen. Yes, und dann sagen wir hier... Nein, so weit kommt er gar nicht. Aber die sind dann blockiert. Und er muss bald nachladen. Dann war es das mit dir. Taking up position. Können wir jetzt hier blockieren? Oh, hier geht's immer noch nicht. Ich mach dann mal da trotzdem zu. Force field activated. So. Wir könnten Ziele auf einen Terminator. 4 Aktionspunkte. Ist ja mehr als wenn ich es ausspiele. Ich könnte aber auch mit dem Sergeant endlich mal ein bisschen weiterkommen. Aber er könnte weiter vorlaufen mit noch 1, 2 und könnte hier ab hier machen. Das machen wir auch. Komm her. Checking up position. Ist immer noch 4. Objective accomplished. Gut. Waiting for them. 1, 2, 3. Ach, brauchen wir eigentlich gar nicht. Scheiße. 4. Also er könnte nächste Runde den Laden dazu machen. Und wir können noch eine Karte für den Sergeant umwandeln. Achso, wir haben ihn trotzdem mitgenommen. Das heißt, wir können aber jetzt hier als Unterstützung mitlaufen. Wir haben jetzt quasi zwei Gruppen. Vorher war das ein bisschen aufgesplitten. Aber jetzt haben wir hier dann quasi zwei. So, die machen dann den Eingang zu. Und die machen den Eingang zu. Er hat noch Punkte. Aber wir können nur zwei Schritt gehen. Und ja, einmal Overwatch. Nächste Runde. Runde 7. Läuft bisher am Schnürchen. Besser als gedacht. Ja, hau deine Plips ruhig dahin. Kein Problem. Oh, er rennt ins Feuer. Der war wohl ein bisschen lebensmüde. Der wollte wohl nicht mehr. Das Leben hat ihn wohl... Das mochte er nicht mehr, das Leben. So. Überlegen. 1, 2, nein, geh weg da. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, wie viel brauchst du zum Nachladen? Ich kann jetzt nicht nachladen. Ich würde jetzt gerne jetzt im Stehen nachladen. Na gut. Dann gehen wir nochmal 2. Und ich sag Flamme an. Der Skriptor folgt. Moving forward. Können wir jetzt hier dicht machen? Skrippi. Können wir nicht. Gut. Dicht. Dann machen wir hier dicht.
so, dass er nicht mehr kommen kann. So, wir haben alle Karten noch aufgehoben. Genau für ihn. 6 mit Drehen. Alter, haben wir eine Karte? Das wird knapp. Karte umwandeln. Das wird knapp. Muss jetzt richtig... Oh, hier richtig eingeschätzt. Laden ist zu. Zack. So, dann kann das Sergeant bis hier gehen. So, dann sind wir schon wieder durch. Jetzt können wir uns auf einen ja, Spawnpunkt von den Viechern konzentrieren und dann haben wir es schon quasi geschafft. Jetzt lebt der Pilipsen. Das kann mir eigentlich scheißegal sein. Er macht die Tür auf, macht noch eine auf. Nee, macht er nicht. Gut. So, du hast noch 3 Schuss. Du gehst dann nach vorne. So, Tür auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nö. Dann hinterher, Sergeant. Mehr kannst du nicht machen. Du kannst ja einmal gehen. Auf die Tür, Feuer. So, Feuer. Hier warten. Hier warte ich jetzt nochmal. Kannst du endlich nachladen? Er kann noch einen Schuss machen. Warum kann man nicht nachladen? Ist doch voll doof. Wir könnten jetzt hier vollen Zug gehen, ungeschützt. Haben ja Zeit, sollten ja, brauchen wir nichts hier überstürzen. Aber er kann ja immer noch 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, er kommt an. Ich muss dann vor mir flamen. So, wir haben noch 9 Punkte für den Skriptor. Der macht erstmal AP. Und da macht er zu. Er ist in Watch Mode und dann geht's weiter. Naja, die KI kann da nur noch Plips hinsetzen. Nein, ich hab vergessen, in Watch Mode zu gehen. Ich dachte, der Rum hatte noch 2 AP gehabt. Ich dachte, ich hab das gemacht. Der ist jetzt voll umsonst gestorben. Das war jetzt doof. Aber richtig doof. Mega, mega doof. So, warum kann er nicht nachladen? Ich raff's nicht. So. 4 Punkte bis da. Dann gucken wir mal, was wir noch mit dir irgendwie... So. 1 braucht er. Und dann nach dahin gucken, vielleicht 2. Haben wir irgendwas mit 3 oder 4 am besten? Karte umwandeln. Oh, 3 mit hingucken. Danach ist er tot. Scheiße. So, der Skriptor ist dann auch gleich tot. Wenn ich den dann nicht irgendwie... Nee. Ich wüsste nicht wie. 1, 2, 3. Vielleicht muss ich ihm einfach ein besseres Opfer geben. Eine Karte zum Ausspielen. Nächste. Ein. Hier. Ich versuche. Nein. Er hier. Kriegt. Für den nächsten Angriff. Weil ich hoffe, dass er dann auf ihmchen geht.
muss ihn jetzt irgendwas machen, dass er dahin geht. So. Das sind 5. Wenn ich jetzt hier hingehe und hier den Laden zumache, kommt er ja trotzdem rum, oder? Das sind 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ach, ich kann da nicht zumachen, weil ich muss da zumachen. Scheiße. Oh, 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 scheißen Dreck. Oh Gott. Oh, scheiße. Das ist jetzt echt scheiße. Hätte ich mal diesen einen dann nicht so doof geopfert, dann würde alles aufgehen. Jetzt, wo der eine weg ist. Ja, ist ja komplett die Mitte, ne? Ich kann mit ihm zurücklaufen, kriegt er mich. Ich kann hier hinlaufen, kriegt er mich. 1, 2, 3, 4, 5, kriegt er mich. Ich kann da hinlaufen, kann ich schießen. Ich kann da mich hinstellen, muss mich drehen, kann ich schießen. Ich krieg keine Deckung, nirgendwo, nichts. Scheiße. Ich könnte ihn töten, dann stirbt er. Und wer weiß, wie viel da rauskommt. Ach, das ist doch alles Rotz. Alles Rotz. Skriptor war... muss überleben, scheiße. Wisdom is the beginning of fear. They won't get through. Wir können jetzt nur drauf hoffen, dass die KI entweder doof ist oder schlecht würfelt. Irgendwas, aber bitte nichts anderes. Geh auf alle anderen, nicht auf meinen Skriptor, nicht auf meinen Skriptor, nicht auf meinen Skriptor, nicht auf meinen Skriptor. Oh, ja, ist doof. Och, Gott sei Dank. Danke. Activated. Oh. Das war die falsche Tür. Du sollst da hier. Ach so, ich muss die Konsole auswählen. Oh Gott, ja, komm. Oh Gott sei Dank. In nomine Sanctus Gerard, appere il portal! Ward Tertius removed. Now, let us see what awaits us inside this sanctified vault. It is always a moment of great significance when knowledge from the deep past is uncovered. Ich mach mal eine Maus weg. Die Maus war im Weg. Ich will das Video nochmal sehen, ohne Maus im Weg. Ja, 11 Runden haben wir gebraucht. Ganz okay eigentlich. Obwohl am Ende war es noch ein bisschen knapp. Dann haben wir auch wirklich Glück gehabt, dass er uns diesen Skriptor nicht weggeholt hat. Aber ihr habt ja gesehen, hier sind gleich 3 Plips. Hätte ich hier die Tür nicht zugemacht dann, ne? Oder hätte ich hier nicht geschützt. Die wären alle gekommen und hätten ihn gekillt. Er wäre auf jeden Fall weg. Und dann hätten wir nicht so schön sauber nochmal an den Schalter kommen können. Das ist, naja. Mit dem Skriptor ging es eigentlich. Ja, hier war auch zum Teil der Flammenwerfer doch ein Nachteil. Anfangs ja, später... Anfangs war er gut, aber später war er doch ein bisschen... Hätte ich doch Strike Team, this gehabt. Is the Blood Crusader. We have regained Vox contact. Report your status. Hi, Captain Ubaldo. We hear you. I have accessed the Archive Tomb here. It seems the psychic wards holding it shut were interfering with our Vox signal. I have negated them, and we may now converse clearly. Acknowledged. Continue with your standing orders and move on. Locate the next waypoint for the melter charges. Be watchful for any signs of other battle dead and those biodivergent gene stealers. Ja, das war's mit der Mission. Und hier ist schon die dritte Detonation. Komischerweise müssen wir erstmal komplett wahrscheinlich da hochlaufen.
So, zwei Hinweise fehlen uns noch und eine Probe. Wir müssen wahrscheinlich hier irgendeinen Schlüssel finden, um das hier zu öffnen. Und das ist noch ein riesiger Bereich. Okay. Ah, hier waren wir ja schon. Genau. Was verbirgt sich hier? Wir betreten ein extrem fragiles Orkschiff. Dieser Ort ist am Verrotten. Überall sind Pilze. Ja. Wer hätte das gedacht? Das sind Orks. So, gehen wir mal dahin. So, ist da jetzt schon einer oder... Da kommen wir ja nicht hin, die ist ja verriegelt. Komme ich da hin? Hier ist irgendwas. Und da komme ich raus. Oh oh, die Xenos sammeln sich vor uns. Lazaro, nee, scheiße. Da müssen wir echt noch kämpfen. Was haben wir dann? Beschütze das markierte Objekt 5 Züge. Auch das ist ja easy peasy. 5 Züge. Sieht easy peasy aus. Machen wir dann mal ganz schnell. 5 Züge, ey, was ist doch nicht viel, oder? Dann machen wir nochmal ratzifatzi. Na komm. Verboten. Skriptor ist verboten. Oh. Bin ich natürlich wieder doof. So. Amado. Ach, den hätten wir zurücklassen können. Ich dachte, Amado wäre jemand... Ah, oh, schade. Amado hätte ich zurückgelassen. Ah, der sieht doch ehrenvoller aus. Prunkvoller, der hier. Der eher nicht. Na gut, die haben soweit alle Karten. Der auch. Der Sergeant auch. Ihn können wir noch einmal verbessern. Ziel auf einen Terminator, nächster Angreifer von vorne wird getötet. Ziel auf einen Terminator, nächster Angriff wird ein Erfolg. Das gefällt mir besser. Dann kann er auch mal aufgewertet werden. Hier auf nächsten Angriff. Gut. Okidoki. Dann haben wir jetzt die Punkte auch ausgegeben. Ah ja, das Skript muss ja raus. Dann hier. Dann kommst du zur Gruppe hinzufügen und bereit. Dann wird das noch ein Tuck schwerer. Mit dem Skriptor wäre es natürlich jetzt noch einfacher. Der kann es natürlich immer schön eine Seite dicht machen. Und tut mir jetzt leid, dass das Video auch ein bisschen länger wird, aber 5 Züge, das kann nicht lange dauern. Das machen wir nochmal schnell. So, ach du Scheiße. Setzen Sie auf. Das ist doch nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 0. Oh. Ja, da kann nur einer hin. Konsole. Beschütze Marker. Also, ich soll die Konsole beschützen. Der einzige, der für in Frage kommt, ist er. So. Die unwichtigeren Trupps, die. Und der werden jetzt hier den Weg räumen. So, der Flamer, der Flamer, der Flamer. Wird gleich eine Richtung erstmal zumachen. Und du wirst dich opfern. So. Das ist ja was. Wir kriegen erst Unterstützung, wenn wir da diese Haufen Müll weggeräumt haben. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. Oh Gott, oh Gott. So, da sind drei Plips. Da ist kein Plip. Das heißt, du bleibst stehen. Und, jawohl. Er hätte eigentlich auch einmal schießen können, aber ist egal. Feuer. Oh, 31% Wahrscheinlichkeit, das ist ja der Hammer. Da sind zwei. Drei, dann ist er im Weg.
So, kann er zurückgehen. Ein Gratisschuss. Nochmal nachsetzen. Gut. Einmal gehen. Schrott. Voraus. Feuer. Gehen. Schrott. Voraus. Feuer. Okay. Gehen. Smash. Schrott. Oh, warte mal. Nein, nein, nein. Kann ich dir irgendwie AP-Punkte geben? Hier, 4, zack. Umwandeln. Zack. Weiter. Gehen. Schießen. Feuer. Gehen. Schießen. Feuer. Gehen. Schießen. Nichts. Hulk Smash. Und da sind wir schon. Hi, Bruder. So, das heißt, er kann nächste Runde ein vorgehen. Er kann dann diesen Gang befreien. Und die anderen... den mit dem Flamer... packe ich erstmal dahin. Und wir flamen erstmal hier. Und der Sergeant kann schon mal vorlaufen. Der Flamer wird der letzte sein, der hier dann in diesen Gang geht und halt, ja, den Gang sauber hält. Und die KI könnte jetzt mal ein bisschen schneller agieren. Weil ich habe ja gesagt, 5 Runden gehen schnell vorbei. Wenn es nach mir geht, geht das ratzefatz. Ich weiß, wie ich spielen muss. Mein Plan ist fest. Und bisher läuft er ganz gut. Mhm. So. Einfach einen Schritt nach vorne. Und zack. Da ist noch kein Blitz. Einfach straight nach vorne. So. Ja, das muss ich jetzt nicht so genau sehen. Hm. Aber wir können ja einmal schießen, ne? Haben wir irgendwas noch? Ne, Reichweite, alles doof. Mir fällt mich gerade auf, ich bin falsch gegangen. Ah, weil wir können mit dem Flamer jetzt nicht alles abdecken, glaube ich. Ich könnte ihn hier hinstellen und hier flame vielleicht. Das müssen wir mal testen, dann brauchen wir aber mehr Punkte. Ich nehme extra jetzt die große Karte. Ah, brennt er selber. Und so geht's ganz gut. So ist ganz gut. So haben wir beide Gänge nochmal eine Runde zugemacht. Das heißt, dann kann die nächste Runde hier hingehen und sich immer vor sich flamen. Das geht ganz gut. So. Lad schneller. So, rechts sind auch Plips. So, jetzt darfst du... Ich würde sagen, damit wir hier Platz kriegen, gehst du nochmal... Ne, du bleibst einfach stehen. Der Sergeant geht dahinter. Du hältst da den Laden sauber. Na, genau. Kannst du was sehen? Ja, kannst du. Gehst du einmal nach hinten. Feuer. Gut. Und kannst nochmal schießen.
nochmal. Okay, er trifft mal was. Super. Das heißt, wir könnten uns mit der Flammenwerfergeschichte ruhig in diese Richtung konzentrieren. Für diese Runde. Und danach sind wir ja eh im Gang, dann geht das ja alles. Das heißt, einfach mal da so hin. Halten wir so ein bisschen auf Abstand und dann ist die Runde 3 auch schon wieder safe. Na, wenn oben rechts 3 Plips kommen, ne, das hält der eine Typ, ruht er da nicht auf mit seinem Bolter. Mit seinem ganz normalen Bolter, das glaube ich nicht. Na gut, die Bolter, die Terminatoren haben, heißen glaube ich Sturmbolter. Aber der andere mit der Sturmkanone, der hält einfach besser Leute auf. So. Du gehst jetzt mal hier zurück. Du gehst nur 2 zurück. Machst mal das Licht an. Du, zack. Du hältst die Wache und Overwatch. Und dann war das schon die nächste Runde. So. Zug 4 für den Gegner. Jetzt muss er uns quasi überrennen. Um überhaupt nur eine Chance zu haben. Ja, das tut er auch. Einmal durchs Feuer gerannt. Nochmal, ist er mutig. Weil es bringt ihn ja nichts, da lang zu laufen. Okay. Ja, letzter Zug quasi. Overwatch. Verstärkend. Kannst auch wieder gern 4 zurückgehen. Er geht einfach nur 2 zurück. Und Licht an. Zack. Also das waren eigentlich jetzt unsere 5 Runden. Ah, daneben. Ja, daneben. Okay. Ah, daneben. Und auch getroffen. Ja, jetzt haut er echt alles raus, was er hat, ne? Oh, oh. Der ist motiviert. Aber auch nicht so motiviert. Die Motivation hat nachgelassen. Ja, Mission erfolgreich. Nichts anderes habe ich erwartet. So, 200 Bauteile bekommen. Machen wir, haben wir. Und was erwartet uns hier? Bruder Sergeant, wir konnten einen alten Energiekern finden, der mit einem nahen Elderportal verbunden ist. Wir versorgen den Kern jetzt mit Energie, um das Portal zu aktivieren zu können. Toll, das heißt, wir müssen da durch. Wir auch vorher durchgehen können. Gut, aber hier würde ich sagen, machen wir einen Break. Und nächstes Mal geht es hier weiter. Dann müssen wir uns hier einen Weg durchbahnen. Und kommen quasi bestimmt hier mit irgendeinem Portal hier hinten wieder raus. Ja, genau da. Aber ich werde hier alles abgrasen. Oder versuchen alles abzugrasen. Vielleicht finden wir noch 1, 2 tolle Sachen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Kommentar da lassen. Ein Like. Würde mich auch sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.